Stichwort, eine Woche Vorbereitung ist rum. Wie fällt für euch als Trainerteam generell so das Zwischenfazit aus? Zwischenfazit fällt sehr gut aus. Die Jungs ziehen super mit. Gut, haben wir auch erwartet, aber ich muss sagen, ist schon ein richtig guter Spirit im Team, hohe Intensität. Die Jungs sind gut dabei. Es gibt natürlich immer wieder ein, zwei Verletzungen, was natürlich dann immer ein bisschen das Ganze trübt. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden und ja, sind gut auf dem Weg. Für euch als Trainerteam ist es ja auch so die erste intensive Zeit, wo ihr jetzt über einen längeren Zeitraum mit den Jungs mal arbeiten könnt, ohne dass ein Spiel dazwischen ist, ein Pflichtspiel. Was habt ihr euch dafür so für Schwerpunkte überlegt? Wo seht ihr den Faktor drauf oder den Fokus? Ja, es gibt natürlich mehrere Schwerpunkte. Ein wichtiger Schwerpunkt ist natürlich so richtige, ich nenne es mal fußballspezifische Fitness, also dass die Jungs wirklich 90 Minuten plus richtig marschieren können, weil wir eben schon sehr viel Wert darauf legen, auf ein sehr intensives Spiel, alle immer gleichzeitig, wenn wir pressen, dass da wirklich hohes Tempo gegangen werden kann, immer wieder, das kann man natürlich nicht 90 Minuten, aber dass wir doch schon viele, viele Zeiten im Spiel haben, wo wir wirklich sehr intensiv anlaufen können, deswegen fußballspezifische Fitness ist ein großes Thema. Auf der anderen Seite auch das Zweikampfverhalten, defensiv, offensiv, würde ich da auch mit einer Verbissenheit, Widerstandsfähigkeit in die Zweikämpfe gehen, die auch suchen, aktiv suchen. Ja, das sind so erstmal die Schwerpunkte und dann natürlich aber auch natürlich im Ballbesitz Lösungen finden, Handlungsschnelligkeit, alles das sind so Themen, die jetzt gerade ja, unsere Schwerpunkte sind. Jedes Trainerteam, jeder Trainer hat natürlich auch so ein bisschen seine Vorstellung von der Spielart, wie man spielen will. Wie würdest du sagen, seid ihr da auf einem guten Weg, dass ihr sagt, wir können das zeitnah wirklich so umsetzen, wie wir das wollen, auch aufgrund der vielleicht etwas schwierigeren Situation unten im Keller? Ja klar, davon gehen wir aus. Klar haben wir unsere Philosophie, wie man so schön sagt, und daran arbeiten wir jetzt jeden Tag, dass wir das auch dann zeitnah umsetzen können, am besten schon gegen HSV. Wie ist denn so die mentale Situation, die mentale Stimmung oder generell die Stimmung in der Mannschaft? Du hast so ein bisschen schon mal Einblick gegeben. Es ist ja doch eine schwierige Situation, Platz 16 aktuell. Wie erlebst du die Jungs da? Die sind alle mit einer sehr zuversichtlichen, frischen Stimmung, so möchte ich es mal nennen, zurückgekommen. Wir haben sehr viel Spielfreude. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie eine depressive Stimmung ist. Im Gegenteil, alle sind sehr optimistisch, konzentriert. Klar wissen wir, dass es natürlich um viel geht in der Rückrunde, aber die Jungs wirken wirklich sehr konzentriert und habe da bis jetzt sehr gute Rückmeldungen, was das Training anbetrifft und es ist eine gute Stimmung bei uns, herrscht ein guter Spirit. Drei Testspiele sind angesetzt aktuell, ist das einfach dann nochmal so, da können die Jungs dann nochmal das, was sie im Training arbeitet, umsetzen und jeder kann sich nochmal präsentieren einfach für das Team? Genau, also es ist natürlich wichtig, klar, dass sich jeder präsentiert. Wir werden natürlich auch verschiedene taktische Formationen mal ein bisschen ausprobieren. Also gerade taktische Sachen sind da natürlich wichtig, jeder kann sich zeigen und eben auch da dann die nötige Spielfitness zu bekommen, weil es gibt halt nichts Besseres als spielen. Dann lass uns zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick geben. Am Montag geht es ins Trainingslager. Als Trainer fährt man sicherlich gerne dahin. Du warst selber auch Spieler. Wie ist es als Spieler? Fährt man gerne ins Trainingslager, wo man weiß, es wird jetzt wirklich 8, 9, 10 Tage sehr intensiv gearbeitet? Ja, also es ist schon eine tolle Sache, wenn man mit dem Team zusammen dann einfach mal so eine längere Zeit zusammen ist, ins Ausland geht und dann wirklich gut arbeiten kann. Tolles Wetter, gute Bedingungen, gerade was jetzt hier im Winter natürlich eine schöne Sache ist, wenn man dann da Richtung Süden fährt. Das waren immer tolle Zeiten. Also ich kann mich, glaube ich, nahezu an jedes einzelne Trainingslager von mir als Spieler erinnern. Und das waren doch einige. Man wächst auch als Team einfach zusammen. Das heißt, der Teamcharakter und so steht dann da auch mit im Vordergrund. Und ja, das sind natürlich für Fußball schon schöne Zeiten dann. Sprich, die Schwerpunkte werdet ihr von hier fortsetzen, aber auch da dann den Schwerpunkt Teambuilding so ein bisschen legen und dass man mal guckt, ja, die Jungs für die Rückrunde zusammenschweißen nochmal richtig. Also wir werden jetzt nichts so irgendwie Künstliches konstruieren für Teambuilding, da bin ich gar kein Freund von, weil ich sage immer, Teambuilding entsteht da, wo man arbeitet und das ist halt bei uns der Trainingsplatz. Dann sind wir sehr gespannt auf die intensive Zeit in Spanien dann und wünschen natürlich erstmal viel Erfolg jetzt fürs Testspiel am Samstag, was ansteht und eine gute Vorbereitung für die Rückrunde. Danke. Vielen Dank.